Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in EEP auf der Anlage Ellerbach. So, ihr seht, beim letzten Mal hatten wir hier hinten im Bereich den Fluss bzw. den Bachlauf oder wie man es auch immer nennen mag, aufgebaut bzw. eingerichtet. In der Zwischenzeit habe ich diesen Abschnitt dann hier bis zum Anlagenrand fertig gemacht, habe auch hier von LD1 das Flussufer genommen, also eine etwas andere Variante. Und damit haben wir den Fluss erstmal im vorderen Bereich soweit fertig. So, heute geht es mal darum, dass wir also unser Gelände ein bisschen aufarbeiten. Das heißt also, wir werden als erstes mal im Straßenbereich, soweit wir hier kommen, ja, bis hierhin ungefähr, da werden wir mal hingehen und die Höhe anpassen. Das gleiche im hinteren Bereich auch. So, dann haben wir hier noch ein Stück. Auch das. So, damit haben wir die Höhe von den Straßen angepasst. Wir werden jetzt unsere Schattenbahnhöfe hier hinten im hinteren Bereich, die werden wir abtrennen. Das heißt also, wir werden uns hier eine Wand ziehen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Als erstes mal grundieren wir die Fläche mit dem Oberflächengestaltung. Und zwar werden wir hier Beton nehmen. Wo haben wir es? Da Beton, das ist der hellere. Und werden uns diese Fläche mal einstreichen. So. Ja, wir können aber auch ein bisschen dunkler machen. Dazu nehmen wir einen anderen Farbton. So. Sieht schon mal etwas besser aus. Da gehen wir jetzt auf der ganzen Fläche einmal durch. So. Und dann hier hinten auch. So, bis zum anderen Ende. So, das haben wir. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir suchen uns jetzt mal, ich glaube, einen Fünfer brauche ich dazu. Sechser reicht. Wir werden uns das Gelände mal hier sperren. So. Aufpassen, dass wir nicht abrutschen. Wenn wir nach innen abrutschen, ist nicht so schlimm, aber außen ist schon
schlimmer. Oh. Ah. Müssen wir beiarbeiten. So, das haben wir. Jetzt werden wir uns ein oder sollen wir die Höhe übertragen? Können uns aber auch die Höhe hier einmal rausnehmen und uns das Gelände hier mit der Sperrung habt ihr also das erreicht, dass ihr also jetzt hier nicht drüber geht. Also ihr könnt ruhig jetzt hier drüber zeichnen, da wird das Gelände also gar nicht beachtet. So. Die zwei Stellen, die wir also jetzt hier ausschneiden, das ist also da, wo es sich um gesperrte Stellen handelte. Zack. So, damit sind wir also schon am Ende. Ich mache hier mal ein bisschen breiter. So. Sperrung lassen wir aber noch drin. Das auch. So, nun geht es ums Eingemachte, indem wir also jetzt hier das Gelände bearbeiten. Wir brauchen jetzt Linie und zwar von da nach da. Können wir auch breiter machen. So. Dann schauen wir mal, wie wir denn so hier hinkommen. Auch hier keine Angst vorm Gestalten. Man kann also alles auch wieder dementsprechend neu machen bzw. neu bearbeiten. So, dann müssen wir von hier nach hier. Ja. So, von da gehen wir nach hier hin. Und dann hier runter, hier hin. So,
Damit haben wir schon mal ein bisschen das Gelände angepasst auf der Seite. Das heißt also, wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen beiglätten. So. Und damit es schöner aussieht, werden wir das Ganze jetzt auch begrünen. Erstmal mit einer so. Das Ganze machen wir komplett. Das natürlich nicht. Ja, hier lassen wir erstmal was offen. Aber hier können wir das Ganze schon mal ein bisschen einfärben. So, ein bisschen beiseite. So sieht es jetzt im Moment aus. Halt nochmal wieder einen. Kann man das Ganze hier noch ein bisschen wieder beikletten. Da wird im Laufe der Zeit wird sowieso das ein andere nochmal nachgearbeitet werden müssen. Aber fürs Grobe ist das erstmal soweit okay. So, unsere Straßen werden wir jetzt mal wieder anpassen. Einmal und dann haben wir hier noch mal so. Und hier hinten, die können wir dann auch anpassen, die zwei. Müssen wir von Hand eben machen. So, wie sieht es bei denen aus? Da müssen wir auch im Hansel anlegen. Ja, da können wir hier noch ein bisschen beiarbeiten, wie man sieht. Das Ganze auch ein bisschen erstmal kleiner machen.
Oh. Das haben wir auch. Jetzt haben wir natürlich die Straßen hier wieder. So. Gucken, wie das hier aussieht. Okay. Hier müssen wir noch ein bisschen beiarbeiten. Von da nach da. Sollte eigentlich oben bleiben. So. Müssen wir anders machen. Gehen wir erstmal von hier. Halt, stopp. Zurück. Da nehmen wir natürlich die komplette Breite, so. Und zwar von da nach da, einmal, zweimal, so. So, auch das werden wir jetzt erstmal hier beiglätten. Oh, dann müssen wir natürlich hier die Seite auch noch machen. So, das haben wir, das haben wir. Das machen wir gleich. Das haben wir auch. Alles erstmal ganz grob. Zu den Feinheiten kann man hinterher immer noch kommen. Dann müssen wir hier auch noch mal
So. Und hier gehen wir ebenfalls ganz grob. So, jetzt werden wir natürlich das Ganze ebenfalls schon mal was eingrünen. Zack. So. So, dann haben wir das nämlich auch. Oh, prima. Hier unten das Ganze können wir auch machen. Da müssen wir aber erstmal kleiner gehen. So. Alles so beilassen. Jetzt gehen wir wieder in die Straßen rein. Und passen uns die erstmal wieder an. Einmal. Dann haben wir hier noch. So. Zweimal. Ich glaube, die waren passend, ne? Okay. Ja, so sieht's erstmal aus. Hier, da können wir das ganze Gelände etwas absinken. Nehmen wir mal eine stärkere Intensivität. Und wir gehen auf größer. Können wir noch ein bisschen. So.
das haben wir. Erstmal. Das Ganze kommt natürlich hinterher noch feiner in der Bearbeitung rein, aber damit haben wir erstmal grob schon mal auch noch mal so, jetzt müssen wir, was heißt müssen wir, jetzt machen wir Folgendes. Hier haben wir auch noch einen Bürgersteig, hier haben wir Bürgersteig fehlen auch noch, genau. Da haben wir das Thema wieder. Die Straßen noch ein bisschen anpassen. Und dann müssen wir hier im Fluss auch noch was wieder absenken. Ja. Also das sind Arbeiten, die werden jetzt noch öfters mal kommen, bis einem das so richtig meint, jetzt ist es gut, jetzt gefällt es mir, jetzt passt es. Und so lange muss man also schon an die ganze Sache rangehen. Halt. So, jetzt machen wir mal noch als nächstes. Wie viel haben wir denn schon wieder? Ja, okay. Jetzt machen wir als nächstes, gehen wir noch mal rein in die Splines. Und wir werden uns jetzt mal einen Bürgersteig raussuchen. Der fehlt ja noch. Und zwar gehen wir mal hier ein Gehweg. So, was haben wir denn da? Da habe ich schon einen Blickfeld und zwar von AS3, 2 Meter. Ich glaube, der wird zu unserer Stadt gut passen. Gehen wir mal da rein, suchen uns den mal. Das ist also auch eine Straße. So. Da haben wir ihn schon. Den werden wir jetzt in 2D gehen. Ja, einmal. Dann gehe ich mal hier auf 2. Nicht drin. Doch, da ist er. EP4 heißt der so. Zack. Einmal nach rechts. So. Gucken wir mal, wie das Ganze passt. Und ob es passt. Er ist natürlich verkehrt rum, ne? Das heißt also, der muss nochmal weg. So. Nach rechts, aber umkehren. Und dann müsste auch viel mehr. Also gehen wir mal dahin auf 3 Meter. Das war wieder zu viel. Also gehen wir auf 2,50 Meter. Und dann gucken, wie es jetzt passt. Und jetzt passt es. Jetzt passt er. So, er muss natürlich ein bisschen angehoben werden als Bürgersteig,
würde sagen so in der Höhe. Und dann können wir jetzt hier einmal durchgehen. Bis, ja, hier sagen wir aber nur einmal nach links. Und da aber kein Antrieb, sondern einfach so. Was haben wir jetzt hier für eine Höhe? Dann machen wir mal 39, ne? Machen wir sie alle auf 39 hoch. Auch 39. Der muss noch auf 39. Dann kommt er ja auch auf 39 und ja, haben wir ihn. So, und den machen wir auch auf 39. So, das haben wir. Die kleine Stelle werden wir jetzt mal eben wieder bearbeiten, indem wir die absenken. Einmal so. Ah, das war nicht so gewollt. So. Hier sind wir noch ein bisschen höher. Passt. So, unseren Bürgersteig könnten wir eigentlich hier einmal nach links und dann haben wir hier wieder nach rechts umkehren. Auch hier der Weichenantrieb werden wir rausnehmen. So, dann werden wir den Bürgersteig auch hier anheben auf 39. Hier geht das noch ganz gut. Was haben wir hier? Okay. Objekteigenschaften. Warum ist der auf 1 nur? Gucken wir mal bei 39. Nö. Halt. Gehen wir erstmal runter. Haben wir hier ein Gefälle drin? Jo, das müssen wir rausnehmen. So. Nee. Den müssen wir erstmal rausziehen. Und der haben wir gesagt, so hin.
passt immer noch nicht. Dann versuchen wir das nochmal so rum. Ah, passt auch nicht ganz gut. Gehen wir mal auf die Hälfte. So. Die 2D-Ansicht kann man natürlich schlecht hier aus erkennen. Gehen wir noch ein Stück zurück. So. Und jetzt sagen wir nochmal Verlängerung am Ende einfügen. Immer der gleiche. Gefällt mir nicht so richtig, bin ich ja ehrlich. Stehen sie beide auf 0. Dann machen wir jetzt hier mal das so. Halt. Den nicht. Ich wollte eigentlich den hier haben. So. Da müssen wir ein bisschen tricksen. Da müssen wir tricksen. Wenn er nicht will, wir kriegen das schon hin. So, damit haben wir den Bürgersteig auch drin. Und nun geht's los. Schauen wir mal, was wir denn an Häuser haben. Und zwar, ne, da nicht, in Auswählen, gehen wir mal in das nehmen wir so rausnehmen. So. Wo sind wir denn jetzt drin? Hausgewerbe. Ich wollte eigentlich mal gucken wegen so einem Eckhaus. Wegen einem Eckhaus. Ich glaube, ich habe sogar schon eins. Immobilien. So, das geht jetzt hier rein, genau in die Ecke. Aber das ist ein bisschen zu eng. Da müssen wir noch mal halt sehen, ob wir noch mal einen Gehweg haben. Okay. Gehwegplatte, Gehwegplatte. Da haben wir noch welche. Aber als da haben wir noch einen. Die ist breiter. Die nehmen wir mal. Und zwar war das jetzt
die, ne? Ja, auch als Straße. Ja. Zack. Dann werden wir die jetzt mal hier austauschen. Ne, der. Oh, ja komm, den machen wir auch. So. Die müssen wir jetzt ein bisschen hier rüber schieben. Ah, passt natürlich nicht. Der muss weg. Der muss auch weg. So. Und dann können wir mit ihm hier anfangen. Einmal so rum. So. Ja, jetzt macht er natürlich da die Ecke rein. So. Das so machen und dann geht es hier weiter. Oh, zurück, den nehmen wir noch mal weg. Dafür ziehen wir den uns hier mal ein bisschen weiter. So und gucken, wie das jetzt mit dem passt hier. So. Ah, komm schon. Will da jetzt nichts drin haben. Na? Oh. Ja. Dann müssen wir den hier erstmal verschieben. So. Den gehen wir noch ein bisschen raus. Den drehen wir uns. Dann werden wir uns da provisorisch mal einen dranhängen. Jetzt können wir hier so, der kommt weg, dann kann der auch weg, dann haben wir nämlich den Bürgersteig in dem Bereich hier etwas breiter. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier mit unserem Häuschen passt. So. Da haben wir zwar. Wir werden die austauschen. Also passt auf, wir werden die austauschen. Und zwar in so. Dann haben wir ein bisschen mehr Freiheit in unserer Verschiebung der Häuser. So, noch ein. Okay. Dann müssen wir den erstmal beiseite schieben. Den auch.
Und dann müssen wir mit ihm hier anfangen. Einmal. Zweimal. So. Stufe haben wir noch drin. Und dann nehmen wir den auch nochmal hier weg. Den können wir hier ranschieben. So, dann haben wir den. Und dann haben wir jetzt hier den letzten. Und beim letzten können wir aber jetzt hingehen und sagen, wir wandeln den wieder um in einem und können den hier dran setzen. So, damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit in unserem Setzen der Häuser. Da sieht das schon ganz anders aus. So, setzen wir den so hier hin. Ja, und damit haben wir auf unserer Anlage das erste Häuschen stehen. Mal sehen, was wir noch finden, was wir da noch dran setzen. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Hier aus Ellerbach in EEP. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Heinrich.